Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Serviceland mit dem Feljack. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, freut mich. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe fleißig schon hier rumgehackt. Lehmklumpen und so und die Palette ist schon mal hingefahren und wir wollen jetzt heute mal das da fertig bauen. Da lade ich auch gleich schon mal auf hier. Obwohl, das lohnt sich gar nicht, wa? Warte mal, machen wir anders. Das machen wir anders. Nee, das lohnt sich mit der Palette gar nicht. Wir werden uns die Zange holen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Das ist, glaube ich, sinnvoller, wenn wir uns die Zange holen und das darüber schleppen. Weil das alles auf die Palette für die 2 Meter da. Alter, wir sind jetzt eh direkt vor der Haustür. Können wir auch die nehmen. Ich meine, dass das sinnvoller ist. Geht viel schneller. Oh, und jetzt habe ich es weggeschmissen. So. Das hat natürlich ein bisschen an der Ausdauer. Wir müssen essen. Essen, 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 essen. Immer wieder essen. Am Anfang des Spiels wollte er irgendwie gar nicht oder nie essen. Jetzt will er andauernd essen. Ja, wir sollten nicht rennen, ne? Wir sollten genüsslich laufen. Haben wir ja Zeit hier. Bauen wir jetzt erstmal den Boden fertig auf den ganzen Dingern. Und wenn wir den Boden haben, dann sehen wir mal zu, dass wir die Mats fertig bekommen. Die Decke werde ich noch nicht bauen, diesen Überstand. Weil ich noch nicht so genau weiß, wie hoch die am Ende sind. Okay, das mit der Palette war jetzt eine doofe Idee. Aber ja, wir haben ja die Lösung gefunden. Machen alles mit der Zange jetzt hier. Die 2 Meter hier. Hin und her, hin und her. Können wir eigentlich mal gucken, ob wir irgendwo eine Bananenstaude noch finden. Ich glaube, das mache ich gleich erstmal. Ich renne gleich erstmal los. Gucken wir mal, ob wir irgendwo eine Bananenstaude haben, weil ich habe keinen Bock, Kokosnüsse zu hacken oder Fische zu fangen und zu grillen und Feuer anmachen. Das frisst alles so wieder Zeit. Das muss irgendwie schneller gehen. Hier liegt überall was rum, ne? Lass mal kurz an ein paar Bananen gucken. Schauen, ob wir die Bananen finden. Oh, hier. Brauchen wir gar nicht. So. Oh. Was zähle ich denn hier? Was sind die Kokosnussschalen von eben? Hier ist auch eine Kokosnuss. Oh. Na, will er nicht. Geh nicht kaputt damit. Oh Mann. Nee, dann lass. Dann gucken wir jetzt an der Banane hier. Irgendwo noch Bananen sein. In den alten Dschungel hier. Banane, wo bist du? Jagen wollen wir auch noch nicht. Mensch, wir haben nur so viel vor uns. Nee, sieht nicht so gut aus mit Bananen. Oder sind hier Bananen dran? Ja, ein schöner Bananenbaum, aber keine Bananen. Ich glaube, dann bleibt nichts anderes übrig, als doch mal auch eine Bananenpalme noch.
Frage mich auch, ob das so sinnvoll war, diese Bananenpalme wegzuhacken, aber vielleicht eher eine kleine weghacken sollen, ne? Find ich hier nix. Ja, wir sind hier halt nur auf so einer kleinen Insel. Ist auch so ein Bananending. Blätter. Auch eine Bananenpalme, aber nirgendwo ist eine Bananenstaude drauf. Ist jetzt schwer zu pinkeln. Was auch noch? Ah, da. Sogar zwei Stück. Boah, drei sogar. Ob das so sinnvoll war, dass wir die weggehackt haben, ich glaube nicht. Was für ein Sauwetter. Aber nicht immerhin. Wir haben auch keine einzige Axt mehr, ne? Ja, ist ja gut. Oder erstmal die Banane im Kopf. Das schmeckt so gut. Lecker Banane. Lecker, lecker, schlecker. Und voll. Das doch. Er geht schon wieder so komisch, der Typ. Sorry Leute, dass es so dunkel ist, aber so ist das halt in der Wildnis. Wenn es regnet, regnet es, ne? Dann wird es auch mal dunkel hier. Zack, nächste Brunnen fertig. Ich sehe kaum was. Aber ihr seht auch nicht mehr, ne? Den gleich auch. Noch ein. Zack, haben wir den auch fertig. Noch einer. Na, keine mehr da. Boah, ich sehe gar nichts. Warum ist das so duster jetzt? Müssen wir noch ein paar holen. Wenn ich das mal sehe, wo die sind. Boah, das ist. Ich sehe fast gar nichts mehr. Kann das sein, dass jetzt Nacht ist oder. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nichts mehr. Ich bin blind. Hilfe. Ich geh jetzt einfach schlafen. Das ist egal. Ich geh jetzt pennen. Das war ein Satz mit X wieder mal. Okay, dieser Wasserauffangbehälter bringt uns auf jeden Fall gar nichts, weil wir einfach keine Töpfe haben, wo wir das das Wasser dann auffangen können, ne? Steht das Ding da rum und naja. Aber haben wir wieder was gelernt. Oh, jetzt hört doch mal auf zu regnen. Nicht sein, dass das immer noch am Regnen ist. Lalalala.
weitermachen hier. Oh. Zu weit weg. Und das reicht leider nicht. Ne. Einen brauche ich noch. Oh, ich muss auf ein Klo. Blöp. So. Beide Geschäfte gleichzeitig erledigt. So. Aber die Böden ja auch gleich schon fertig. Das ist der Anbau für den Werkbereich. War das gleich richtig, Mann, von Anfang an und nicht irgendwann später. Oh, da müsste ja noch ein Dach drüber und da regnet es ja rein oder keine Ahnung. Dann machen wir es gleich so richtig hier. Wenn später die Ideen kommen, ist es meistens auch nutzlos. Muss eigentlich reichen, ja. Oder? Weiß ich nicht. So, wieder einer fertig. Oh. Ja, warte mal, die müssen wir erstmal wegschmeißen, ja. Weißt du, wofür wir die noch brauchen? Stören nämlich jetzt hier. So, sind die da auch raus aus dem Baubereich. Rein mit dir. Das geht sogar auf. Als ich es gewusst hätte. Zack, so. Den Bereich haben wir fertig. Ja, jetzt müssen wir langsam anfangen hier aufräumen. Das Zeug muss weg. Müssen wir hier wegmachen alles. Ein Schrank, der muss auch weg. Legen wir uns den halt hier hin. So. Die Axt. Schmeißen wir hier hin. Hier ist noch ein Blatt. Hier noch ein paar, ne? Damit hin. Die können auch weg. Dahin. Da ist die ganzen Steine. Ja, das ist Sisyphus-Arbeit hier. Das ist leider ätzend. Ja, man könnte jetzt auch den Rucksack nehmen, aber komm ey, für die 2 cm Weg hier brauche ich keinen Rucksack. Gehen wir so schnell weg hier. Was ist denn los? Man sieht nichts hier, ne? Ständig ist es am Regnen, ständig ist irgendwie was. Wie duster das schon wieder wird. Hör mal auf zu regnen, ey. Ich sehe hier gar nichts. Finde ich die Steine gleich nicht wieder. Ich hasse es. Ist schon wieder leer der Magen. Warum?
muss den nicht nehmen. Den und den. Na, ja, schön essen. Immer essen. Der hat's auch mit seinen. Ich hab Hunger und Blödsinn, Scheiß. Ja, mal schauen. Vielleicht gibt's demnächst noch ein zweites Let's Play von mir. Dass ich das dann noch abends rausbringe, weil Serverland seht ihr ja morgens immer, vormittags. Und ich will mal gucken, dass ich für nachmittags auch noch ein Let's Play raushaue. Das heißt, bei Empölen kommt dann wahrscheinlich auch noch ein Let's Play, dass ich wieder 4 Let's Plays habe. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das wirklich machen soll. Weil das echt viel Aufwand ist, ne? Dass man jeden Tag 2 Let's Plays hat, dachte ich mir. Ganz mal langsam aufhören zu regnen. So, jetzt haben wir aber eigentlich alles weg hier, hoffe ich. Brauche den Platz ja nämlich hier. Mal ein bisschen Platz machen hier. So, hier vielleicht die nächste hinsetzen können. Nein, falsch. So. Fallen immer mehr runter. Zu viel Stein. Ich werde da mal trotzdem noch ein bisschen frei machen, auch wenn es jetzt schon reicht. Aber lieber ein bisschen Platz machen, sonst sagt er, nee, nö, ich will das da nicht hinsetzen. Du stinkst. Oder so ähnlich, du bist schon. Na, jetzt geht doch da eigentlich hin, so. Jetzt brauchen wir, ja, diese Dinger müssen wir dann auch umstellen, ne? Was brauchte ich jetzt? Jetzt habe ich den. Jetzt habe ich den da hinten, ne? Den brauchen wir. Ein Base Mark. Und ich wollte gerne noch. Na, geht nicht. Geht nicht. Aber hier geht's. Hier geht's auch. Ah, sehr schön. Hier geht's auch. Gut, der funktioniert nicht. Doch. Jetzt auf einmal doch. Okay, fertig. Ja, das sind die nächsten, die wir machen müssen. Nehmen wir das hier mit hin. Und dann können wir den auch noch machen hier. Nein, nicht wegschmeißen. So. Zack. Markierung, da eine Markierung und hier noch eine Markierung. Zack. So. Nein, falsch. Und richtig. Was mache ich denn? Wieder hell. Na. Na komm. So ist das schon okay.
Na. Na. Wo denn jetzt? Bengale setzen. Will wieder nicht. So. Weiß natürlich nicht, ob das hält, ne? Zwei müssen aber halten, oder? Ich überlege auch, ob ich das vielleicht anders baue. Ob ich das vielleicht so mache, dass es nicht gerade ist, sondern dass ich vielleicht so ein Dach hier mache. Wäre vielleicht sinnvoller, oder? Muss den mal wegmachen. Zu B. Was mache ich anders? Aber anders. Aber das muss ich erst noch probieren hier. Da muss ich erst mal gucken, ob das geht. Na, gehen tut das schon, aber... Das so machen vielleicht. Oder so. So dachte ich. Vielleicht besser, oder? Man auch so lassen können, ne? So, das war nur die in der Mitte wieder raushauen. Boah, der hat schon wieder Hunger. Also langsam spinnt das Spiel, kann das sein? Palmblätter hier wieder. Na. So, der auch weg. Ne, das lassen wir. So, ne? Ich hoffe, das geht so. Müssen das verstärken noch, ne? Das müssen wir noch ein bisschen verstärken, ja? Oh, jetzt wären wir jetzt nämlich hier. So. Wenn uns der Mist hier nicht einkracht. Muss man da auch noch was hinbauen? Nee, ne? Muss jetzt so gehen. Und den. Die Pinöckel nach außen. Da muss noch einer hier zwischen.
ist nämlich noch zwischen. Und ich glaube, hier setzen wir uns auch mal lieber noch eine hin. Da lassen wir das so, wie wir es vorher hatten. Der ist wieder falsch, ne? Ich glaube, der ist falsch. Wo ich meine Axt? Ach, da. Ich glaube, der ist falsch gesetzt. Probier es mal von der anderen Seite. Das sieht immer so falsch aus. Aber da macht er das auch. Seht ihr das? Warum macht er das so? Das sah besser aus gerade. Ach, jetzt ist er richtig. So. Ja, das macht er jetzt aber nicht, ne? Das ist... ich weiß nicht, ob das funktioniert. Dass hier aufgeht, was ich vorhab. Ne. Das wird nicht funktionieren. Das war mir schon klar irgendwie. Das geht nicht auf. Ach, jetzt, ja. Jetzt geht's doch, ne? Komisch. Eben ging es nicht. So, das dahin. Das dahin. Die bleiben offen. Nein. Ja. Auch ja. Na. Ach, da ist noch keiner. Ach, hier habe ich noch keine Dinge gesetzt. So. Werfen wir das wieder hier hin. Wo ist meine Axt? Der muss noch mal weg. Und der soll nach außen. So. Passt auch. Ja. So sieht das schon gut aus. So, jetzt haben wir Hunger. Also haut er sich wieder ein paar Bananen in der Binse. So, die Konstruktion ist fertig, denke ich. Jetzt können wir auch, egal wie groß das Ding ist, bauen. Er passt definitiv unter das Dach. Hau weg die Bananen, hau weg. Komm gleich mal testen hier, wa? Oha. Komm ich nicht ran. Ach du Heiland. Nee, ne? Er lässt mich das nicht anvisieren. Er lässt es mich nicht anvisieren. Ach du Kacke, jetzt komme ich da nicht hin, ey. Ja, dann, das wird ein Problem sein. Da werden wir nicht hinkommen. Anvisieren kann ich ihn, aber wenn ich ihn, weil ich komme nicht weiter nach oben mit der Maus. Da werde ich ein großes Problem jetzt bekommen. Da komme ich nicht ran. Kann ich machen, was ich will, ne? Ich komme da nicht ran. Er lässt mich da nicht ran, ne? Dann müssen wir noch was machen. Müssen wir uns eine Rampe oder sowas bauen, um hier hochzukommen. Aber bauen wir die jetzt drinnen oder bauen wir die draußen? Also, wenn wir sie draußen bauen, brauchen wir nichts weiter machen eigentlich.
Die aber drinnen bauen. Das ist auch ein bisschen hoch, ne? Hier müssten wir jetzt wieder... Hier ist nicht genug Platz. Wie gesagt, von hier so, aber... Ist ja alles im Weg, ne? Ist alles im Weg. Da müsste ich jetzt alles wegräumen. Da müsste ich erst noch einen Boden noch... Da muss ich... Das heißt erstmal, ich muss einen Boden bauen. Ich muss einen Boden bauen. Ah, das ist doch alles nix. Das ist nix, Leute. Das müssen wir irgendwie anders machen. Oh, einfach von außen haben wir jetzt dran. Ist mir jetzt echt vollkommen egal. Muss der hier nochmal weg? So, dann baue ich den anderen. Ich hoffe, da passt überhaupt einer hin. Da brauche ich nicht eine Plattform für. So. Müssen wir die erstmal bauen. Ups. Ich habe einen nervösen Finger. Ich lasse das immer los. So. Die ist aber schmal, ne? Ich hoffe, das funktioniert so. Die ist nämlich ultra schmal, ne? Ach ne, warte mal. Wir müssen erst hacken. So. Lass uns erstmal den Stamm hier klein machen und das erstmal verstärken, würde ich mal behaupten. Palim, palim. Machen wir uns erstmal eine Verstärkung rein. Sicher ist sicher. Ich hoffe, der kommt da hoch. Ja. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Erstmal für diese Folge. Sind schon nämlich schon längst an einem Folgenende angelangt. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich würde mich auch sehr drüber freuen, wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten Folge. Dann bauen wir hier weiter. Sieht ja schon ganz ordentlich aus. Dann haben wir wieder einiges vor uns. Gerade fertig und machen wir schon wieder Arbeit. Ja, danke fürs Zusehen, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!